Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiß, ihr 93 Jovia. Im letzten Teil sind wir hier auf Route 3 gestoßen, haben sie ein bisschen erkundet und danach, was ist passiert, einem... Hör ich da ein Schlagzeug? Pfeift da einer? Ich kann mich gar nicht mal an die Musik erinnern, die ist schon originell. Ah ne, das ist falsch. Von einem Mädchen wurde das Pokémon gestohlen, von einem Team Plasma-Mitglied und mittlerweile, oder währenddessen, zwischendurch, offscreen, wie auch immer, habe ich meine Pokémon trainiert und zwar alle auf Level 15 und das hat gar nicht so lange gedauert, wie ihr jetzt vielleicht denkt, denn das ist doch ein Schlagzeug! Da schlägt jemand sein Zeug! Hoffentlich doch, vielleicht was böse. Ich habe mich nämlich daran erinnert, in dieser Generation gibt es eine spezielle Methode, die mit diesem kleinen Pokémon zu tun hat, namens Ordoch. Wenn man diesem Pokémon in der Wildnis begegnet und es besiegt, bekommt das Pokémon sehr viele Erfahrungspunkte. Das ist irgendwie allgemein, denke ich, bei Pokémon, die viele KP haben. So zum Beispiel ist es, glaube ich, auch bei Chanera der Fall. Aber bei Ordoch ist es halt wirklich, sind es wirklich viele Erfahrungspunkte. Und somit konnte ich schnell meine Pokémon alle auf den Knecht-Level bringen. Und ich denke, was nochmal? Ich glaube, Suihiro und Riri stehen kurz vor ihrer Entwicklung. Gut, und nun heiße ich erstmal hier den bösen bisschen hier den Popo versohlen. Dann, was die machen? Das Face. Die Kerle sind hier reingelaufen. Jovo, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Ja, ich habe trainiert. Dann lass uns mal hineingehen. Wait for me. Oh ja, die Musik. Grundwassersenke. Wahrscheinlich haben sie irgendwo ein drittes Mitglied, was gerade hier ihre Musik wie heißt das Gerät doch mal? Das ist jetzt peinlich. Über einen CD-Spieler so abspielt. Yeah, it is all proof. Jovo, bei denen stößt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Oh, wie war die Stimme gewesen? Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da können einem die Pokémon doch nur leid tun, oder nicht? Mit deinen Pokémon verhält er sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Aha. Ich kann nicht mit meinen Pokémon umgehen. Ich kann besser mit meinen Pokémon umgehen als ihr. Du hast nur eins und nicht mal damit kommst du zurecht. Pah! Da tun mir eher deine Pokémon leid, Freundchen. Denn schau mal hier, mal Suihiro. Ja, das könnte sogar der Kampf sein, wo es sich dann entwickelt. Wer weiß das schon. Ach, du willst Geduld einsetzen, damit ich meine Angriffe hier entgegennehmen, sie in die Fresse bekommen, um dann zurückzuschlagen? Ich glaube, daraus wird nichts. Auch wenn du deine Energie speicherst und rot wirst, vor Wut. Deine Augen sind ein bisschen rot, vielleicht solltest du ein paar Augentropfen nehmen, so. Jetzt ist schon vorbei. Und, yeah! So beginnt der Part auch gut, ne Entwicklung, wupp, wupp! Neue Hermine, ich verliere gegen ein Kind. Was für ein Schock. Brutzel, back to life, mein Lieber. Nein, doch nicht. Ich dachte, es entwickelt sich auf Level 16, oder was, Level 18? Hab ich mich getäuscht? Oh je. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Ihr seid im Recht. Ah, da fragen wir doch mal immer lieber den lieben Link. Sind im Recht? Tja! Ich glaube, das heißt nein. Gut gemacht, Jovo. Los, gebt uns jetzt das Pokémon zurück. Wer ist das? Wer könnte das sein? Mann, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es ist ein Mann. Warte! Du brauchst es nicht zurückzugeben! Also, das sind die. Hell schon traurig. Jetzt habe ich ihm die Stimme gegeben. Wir werden nicht nur missverstanden. Man stellt sich uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit. Und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Denn erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe. Und da mal lieber ganz still. Du sagst es, Sharon. Jovo, wir zeigen denen jetzt mal was, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Yeah, Sandkastenfreunde, for the win! Oh, ich bin heiß drauf. Huh! Achso, das war vorher ein einzelner Kampf und jetzt ist es ein Doppelkampf. Natürlich. Aber so. Und wie gesagt, ab der Generation gibt es ja auch die Dreifachkämpfe, die werden wir aber erst später erleben. Ach, ich mag den Stil, den Kleidungsstil von Shaman, das ist... So, alles klar. So, du, ich übernehme das linke, du das rechte. Sehr schön. Arme ersüffelt und Arme hier ausgepeitscht. Das sind ein paar Büsche von der Tiere. Arsch. Echt interessant, dass...
Sujiro, also eben Otaro, eher anscheinend ein mehr Spezialangriff hat als Angriff, weil zum Beispiel aus seiner letzten Entwicklung würde man eher meinen, dass es mehr Direktangriff hat, aber auch da ist sein Spezialangriff höher. Also nicht, dass der Direktangriff um einige schwächer ist, aber man sieht halt schon einen Unterschied. Weil die Entwicklungsreihe von Otaro basiert, glaube ich, eher so auf ein bisschen auf einem Samurai, also weil auch seine letzte Entwicklungsstufe Admurai hat was von einem Samurai, aber hey, ich finde es denn auch cool. Man kann ihm dann eine Kombination aus direkten und Spezialattacken beibringen und man ist auf vieles dann gefasst. Lang lebe Team Plasma! Wupp, hab ich etwa verloren? Wie konnte Team Plasma bloß gegen so ein schwächliches Team verlieren? Puh. Schwächliches Team? Hast du mal deine Pokémon angeschaut? Wir nehmen die törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für einen Grund sie auch anführen mögen. Den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen, also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Das wäre genauso wie, ja, wir müssen Strom sparen. Jetzt nehmen wir all den Leuten die Stromgeräte weg. Blöder Vergleich, oder? Ja, ich weiß. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Also, Trovo, ich bringe dir das Pokémon zurück. So, und jetzt lässt er mich hier einfach stehen. Soll ich mich hier vielleicht noch ein bisschen umschauen? Ich sehe ein Item. Das möchte ich gerne nehmen. Ja, weil ohne Surfer komme ich ja noch nicht weit. Ach, hier haben wir Raub. Eine Unlichtattacke. Oh. Schauen wir mal, wer von meinen getreuen Begleitern diese Attacke erlernen kann. Mal sehen. Oder wo sich lohnen würde. Natürlich. Jim Curry kann die Attacke lernen. Und Caro. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die ja hier Weibchen, Weibchen, Männchen, Männchen. Ja, immer paarweise natürlich. Jolala, muss ein bisschen hier Spannung rein. Weil Caro lernt erst noch eine Unlichtattacke, aber Raub. Ah ne, Verfolgung hat es ja schon gelernt. Stimmt. Mal sehen. Was wäre besser? Macht beides 40, das hat weniger AP, aber es kann dem Anwender, solange es kein Item trägt, kann es das gegnerische Item kann es das stehlen. Es ist praktisch, wenn man zum Beispiel von wilden Pokémon, die spezielle Items haben, wenn man diese haben möchte, anstatt immer das Pokémon zu fangen. Ja, komm, anstatt Verfolgung. Zunächst mal. 1, 2 und schwupps. Verfolgung ist nicht mehr. Jetzt wird nicht mehr verfolgt, jetzt wird nur noch ausgeraubt. So. Prima. So. Aber echt, ich dachte, Otaro entwickelt sich auf Level 16. Habe ich mich vielleicht dort getäuscht? Was, vielleicht Level 17? Na, dann warten wir mal eine Level ab, ob sich dann was tut. Jo. Na, hoffentlich geht's den Pokémon und den Mädchen gut. Ja, die hat mich nämlich nicht durchgelassen, bevor ich ihr nicht geholfen habe. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid genial, Trovo. Oh, danke. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin. Freunde wie euch zu haben. Ach, hör mir auf, ich werd noch rot wie meine Kappe. Ich bin ja so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Heilball, oh, Dankeschön. Ah, der Heilball. Wenn du damit dein Pokémon fängst, werden seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später, Trovo. Tschüss. Ach ja, die beiden, das sind echt Freunde, mit denen würde ich gerne durch die Welt reisen. So, ich kann ja kämpfen. Ihr habt ja gesehen in der Box, ich habe mir noch ein anderes Dusselgur gefangen. Weil es ihre letzten Entwicklungsstufen unterscheiden sich ja je nach Geschlecht und ich habe da gerne, wenn es da Variationen gibt, habe ich gerne alle Variationen. Ich bin halt schon Sammler in dem Sinne. Natürlich aber auch im anderen Sinne, weil ich spiele ja Pokémon. Da wird viel gesammelt. So, wollen wir kämpfen? Natürlich. Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Trainerschule gelernt habe. Aha. Du möchtest also dein Wissen nun in der Praxis umsetzen. Da helfe ich doch gerne mit. Wie heißt der Fritzchen? Heißt er dann auch als erwachsener Fritzchen oder ist es Fritz?
Ilseba. Finde ich schon cool, die Idee, ein Elektro-Zebra. Nur finde ich irgendwie, es hat Potenzial. Es hätte Potenzial gehabt, nur mit seiner Entwicklung und auch zum Beispiel seinem Attackenpool. Na gut, Schockwelle ist schon eine gute Attacke, gebe ich zu. Und auch die Attacke Nitro-Ladung, die ist lang kann. Heidewitzka. Habe ich mir ein bisschen zu viel aus Butterbrot geschmiert. Der hätte ich mich bei einem bisschen verschluckt. Das war gesungen, oder? A, B, C. Den Kernel hat mich so beeindruckt, dass ich mein Schulwissen vergessen habe. Ich muss im Kampf ruhiger bleiben und du hast jetzt die Pubertät erreicht. Also, ich sollte erstmal so hier hoch heilen, nicht, dass er mir hier K.O. geht. Ist aber Trank. Bitte, Dankeschön. Dankeschön. Kein weiteres Exemplar des Items Supertrank zur Verfügung. Das ist ja toll, ab hier kann man auch ein Item öfters verwenden, ne? Wollen wir wieder kämpfen oder willst du mir was zeigen? Jovo, halt! In the name of love! Siehst du das dunkle Gras dort? Aha. Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunklere hohe Gras begibst. Also, ich mache mich da mal auf den Weg nach Septerna City. Was mir wirklich bei Pokémon gefällt, sind die Namen der Städte. Septerna City. Wisst ihr, was ich mir frage? Ob ich wohl während einem Let's Play, während einem Pokémon-Let's Play auf ein Shiny-Pokémon treffen werde, also auf ein Pokémon mit besonderer Farbe, weil ich weiß noch, als ich einmal Pokémon Y gespielt habe, bin ich durch Zufall, ja, auf ein Shiny-Milzer getroffen in einer Höhle. Und da dachte ich mir nur, boah, nicht nur ein Shiny, sondern ein Shiny-Milzer, weil seine Entwicklung Maxax, dessen Shiny-Form sieht so cool aus. Ganz ehrlich. So. So kann ich beide treffen. Also erstmal hier ein bisschen nass machen, danach wieder ein bisschen trocknen und dann aufhängen. Das kann man ja zweideutig sehen. Das ist jetzt wieder ein bisschen dunkel geworden. Ja, Beeren verbrennen von früh bis spät. Ha. Schöne Attacke. Obwohl es auch noch eine andere gute Feuerattacke lernt, aber das ein anderes Mal. Elseba habe ich noch nicht. Würde ich mir eins fangen? Nicht unbedingt. Ich habe ein Elektro-Pokémon in Aussicht, was ich mir fangen möchte. Aber das ist erst Städte später. Und das ist ein Pokémon, was ich auch mir überlegt habe, in die Pokémon-Liga mitzunehmen. Welches ich meine? Ach, je wieder die... Da die Frame-Drops. Das möchte ich erstmal nicht verraten. Ach, du lebes bisschen. Doppelte Pokémon, das ist wohl nicht so gut. Da sagt das Spiel ein. Hallo? Hallöche? Kommt ihr bitte wieder zurück? Wir wollen noch spielen. Na komm schon. Servus. Je nach Strategie des Tees hat man dann einen guten Geschmack und ein bisschen mehr Würze. Des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken zur Schau stellen. Ah, jetzt ist es wieder. Dein Gerede über Tee hat das Spiel wohl beruhigt. Oder auch nicht, jetzt ist wieder hier. Fliegneul. Finde ich schon süß, das. So ein fliegender Wuschelpuschel. Was war es genau? Ein Psychoflugpunkt. Und ich glaube, so viele Psychoflugpunkte gibt es gar nicht. Ich kenne Natu, ich kenne Xatu. Also eigentlich auch ziemlich schlau ist, oder? Dass man einfach bei seiner Entwicklung den ersten Buchstaben ändert. Natu, Xatu. Ist mir jetzt eigentlich also richtig aufgefallen. Was man so alles... Ist das euch auch schon mal selbst bei euch aufgefallen, dass Sachen, die man früher gesehen hat, ja? Die haben später, wenn man die nochmal sieht, fallen einem Sachen eher auf. Zum Beispiel bei alten Filmen oder Comics oder Zeichentrickserien. Sachen über Sachen. Kalklinge. Oh ja, ich glaube, jetzt entwickelt es sich. Kalklinge ist, dachte ich, eine Spezialattacke von Otaro, aber diese Attacke kann auch Muschos erlernen. Schneideangriff mit einer scharfen Muschelschale senkt eventuell die Verteidigung des Ziels. Das ist stark! Dann nehme ich den Rutenschlag weg. Wer braucht den Rutenschlag? Ich nehme hier einen Klingenschlag. Was mit mir los ist? Keine Ahnung. Ach, ist das frustrierend. Ich habe verloren. Aber jetzt entwickelt es sich. Richtig! Nanu, Sugihiro entwickelt sich. Und die Animation für die Entwicklung finde ich cool gemacht. Schaut mal zu.
Dein Shuhiro wurde zu einem Swatronin. Mhm, nimm die Muschel in die Hand. Reise damit durchs ganze Land. Das, was ich daran so cool finde, ist einfach, das Pokémon wird ja sozusagen aufgepröselt, danach ein bisschen hier schön was dazu gemischt und danach wird es wieder zusammengesetzt. Und das ist die Entwicklung. Erinnert, weil es mich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen an Digimon erinnert. Da war es doch, glaube ich, ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, das war bei der dritten Staffel bei Digimon Tamers, wo es auch im Grunde so war, dass das Digimon wurde aufgebröselt, hat dann sozusagen einen neuen Überzug bekommen, einen neuen Zusatz und dann ist es digitiert. Müsst ihr wissen, ich, wenn ich hier irgendwie Fronten klären müsste, ich bin Digimon und Pokémon-Fan, ja? Ich mag Pokémon für die Spiele, Digimon für die Serie. Ja. Beide Serien haben was Gutes, haben was Feines, deshalb mag ich auch beide. Ich habe früher Digimon wirklich gerne geschaut. Ich glaube, wann habe ich aufgehört zu schauen? Nach der... ich glaube, Digimon Data Squad habe ich noch geschaut, danach habe ich, glaube ich, aufgehört damit. Manchmal habe ich es noch geschaut, aber habe es nicht ständig verfolgt. Um das Gelernte wirklich zu meistern, muss man es auch anwenden. Das sind wahre Worte. Die hätte ich früher nicht mal aussprechen können. Also nicht mal den Satz. Der wäre mir so grammatikalisch gar nicht in den Sinn gekommen. Gudrun. Dieser Name, der verkörpert auch schon hier Wissen. Fräulein Gudrun, bitte kommen Sie vor an die Tafel. Lösen Sie diese Gleichung. A plus B im Quadrat in der Klammer mal 2. Was ergibt das? So, zeigen wir mal die neue Attacke. Und? Das Scanner. Du scannst die Gegend und dadurch schützt du dich. Was ist, wenn du was findest? Na komm, das probieren wir noch einmal. Oh, Choyo! Nice! Nice Attacke. Schon eine Animation. Und auch gute Wirkung. So, also Level 17 hat sich entwickelt. Okay, mal sehen, ob ich jetzt Riri vielleicht noch dazu bringe, sich zu entwickeln. Das wäre ja zwei Entwicklungen in einem Part. Ach, das könnte sogar hinhauen. Ich glaube, wobei, halt, stopp. Ich glaube, bei Riri entwickelte sich zunächst noch nicht Bodyshock, hat sie ja jetzt gelernt, oder? Huppu! Alter, genau auf die Schnauze. Echt, Riri ist eine kleine Kampfmaschine, ganz ehrlich. Oder war es Level 16? Oder war es Level 20? Ich bin mir unsicher. Schauen wir mal. Aus einer Niederlage kann man auch viel lernen. Nämlich Demut. Weise, weise Worte. Ja, es entwickelt sich. Ja, zwei Entwicklungen pro Paar. Das stimmt mich jetzt, Frau. Und auf dem kleinen Süßen Joglev wird was? Ja, schaut mal hin. Dieses Feld, das ist ein getreues Terrybark? Ja, Terrybark war der Name. Oh. Bereit hier für die Rettung. Ja, Riri, was ist los? Wow, wow, wow. Ah, drei Verletzte an der großen Eiche. Ja, wir retten sie. Juhu. Ich glaube, was mir auch in den Pokémon gut gefällt, ihre Schreie, ihre Rufe erinnern an ihre Vorbilder, weil... Wie ein Affe? Oh, ah. Die Taube? Die Katze? Miau. Und der Hund. Und na gut, das ist jetzt nicht wirklich einem Tier nachempfunden. Da erinnert der Schrei nicht irgendetwas. Aber der Schrei, ich habe schon mal das Geräusch eines Otters gehört. Das ging auch so in die Richtung, so... Also ich kann nicht so hochgehen, aber so in der Richtung war's. Ist auch nicht ganz akkurat. Und deshalb ist für mich die 5. Generation. Ist gelungen. Schöne Pokémon, schöne Ideen. Ja. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Besonders, weil es halt auch das erste Pokémon-Spiel ist mit den dreidimensionalen Modellen. Also, was heißt nicht dreidimensional, sondern man hat hier eher dieses Gefühl von Bewegung. Und es ist nicht nur so starr. Ich habe mir gerade eine neue Strategie ausgedacht. Du wirst sie mir wahrscheinlich nicht erzählen, ansonsten würde ich ja wissen, wie ich darauf reagieren sollte, Albin. Albin der Weise. Aber ich habe schon mal mit einem Duschelgurt zu tun, wie ich sehe. Okay. So, was machen wir nun? Erstmal Energiefokus. Hier. Ein bisschen hier. Hu, ha, hu. So. Das habe ich mal in der Schule gelernt. Wenn man hier auf das Brustbein klopft, so. Deshalb machen das auch die Gorillas. Dann tut man sozusagen so den Adrenalinschub hier vergünstigen. Nein. Beschönigen. Nein. Wie sagt man? Oh, ein Volltreffer sogar. Mir fällt das Wort nicht ein. Man erleichtert es. Also man hat dann eher dann Möglichkeit, dass man sozusagen den Adrenalinschub hat und dann kann man sich zum Beispiel besser konzentrieren, kann besser reagieren. Kiesling, ah. Habe ich mir überlegt, ob ich eins fange, aber leider ist es so, dass
ich kann ja keine Pokémon durch Tausch entwickeln. Wobei ich da mir schon, da habe ich mir schon was vorgenommen, nämlich dann für Pokémon Weiß 2. Ich habe nämlich geschaut mal im Internet, ob es die Möglichkeit gibt für, wenn man halt ein Pokémon-Spiel emuliert, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, solche Entwicklung dennoch zu ermöglichen. Und zwar gibt es die mit einem Universal Randomizer. Man kann da allerlei Funktionen einstellen. Ich würde das dann nämlich auch für Pokémon Weiß machen, aber nur eine Option. Nämlich, dass Pokémon, die sich normalerweise durch Tausch entwickeln, zu einer bestimmten Tageszeit oder sich an einem bestimmten Ort weiterentwickeln, auf andere Weise sich entwickeln, meistens durch ein Level-Up. Ich konnte mich einfach nicht für eine bestimmte Strategie entscheiden. Du hattest viele in petto. Ja, ich bin wohl ein schwer zu lesender Gegner. Verschlossen wie ein Buch. Ich weiß die wilden Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich hinter raschen im hohen Gras angeblich seltene Punkte verbergen. Das kann ich bestätigen, zum Beispiel Ordoch. Und wie gesagt, bei der Idee ist dann einfach, dass ich dann auch Pokémon dann entwickeln kann, die ich alleine gar nicht in der Lage wäre. Und das lohnt sich auch ab Pokémon Weiß 2, weil man da auch Pokémon aus anderen Regionen trifft. Hier habe ich es versucht, nur hätte ich wahrscheinlich nochmal alles neu spielen müssen, weil das mit den Saves nicht geklappt hätte. Aber naja, ich werde es überleben und Sie, meine Damen und Herren, auch. Hätte ich doch nur mehr Pokébälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Ja, das Gefühl kenne ich. Man möchte ein Pokémon fangen und dann geben einen die Pokébälle aus. Das ist schlimm. Du, sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drin oder draußen? Draußen? Drin? Weder noch? Naja, definiere spielen. Sich beschäftigen, das mache ich eigentlich lieber drin. Aha, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß oder solche, die niemand kennt. Dinge, die niemand kennt, Dinge, die jeder weiß. Ich muss ehrlich zugeben, ich erzähle gern Leuten Sachen, die sie nicht kennen. Zum Beispiel, als ich Doctor Who entdeckt habe, für mich, dann habe ich das auch gern meinem Bruder erklärt, um was es da in der Serie geht. Und hat er sich schon mal angeschaut? Ich glaube nein, aber ich erkläre gerne Sachen. Denke, deshalb interessiere mich eher Dinge, die niemand kennt. Echt? Das finde ich toll. Dich als leicht verrückt zu bezeichnen, wäre gewiss nicht übertrieben. Leicht verrückt? Ja, das kommt hin. Das gebe ich offen zu, verbeuge mich. Ja, Dankeschön. Ich ein bisschen verrückt? Ja. Ja, das passt. Dankeschön, dass Sie es bemerkt haben. Komm, mir nach. Okay. Na gut, zumindest bin ich jetzt, klebe ich hier nicht hier an deinen Hintern, wie es in anderen Spielen der Fall ist, sondern ein bisschen Abstand hier. Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, obwohl wir gerade dabei sind. Hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Maronbeere. Ja, praktisch, danke. Gib diese Maronbeere an deine Pokémon und es wacht sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wird. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Die Arena-Leiterin von September City kämpft mit Pokémon von Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also ganz eindeutig die Nase vorn. Das sagt er deshalb, weil es hier nämlich in der Nähe einen Ort gibt, wo man Kampf-Pokémon finden kann. Und da habe ich mir schon ein Pokémon überlegt, was ich in mein Team mir holen möchte. Aber das, meine Damen und Herren, würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiß. Wir sind jetzt in September City. Wir haben ein bisschen mehr Wissen hier über Pokémon angereichert. Wir haben zwei neue Pokémon im Team. Zwar nicht neu gefangen, aber entwickelt. Die liebe Riri, die liebe Suhiro. Ich bin stolz wie ein Vater. Und ja, dann hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.